Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher MMOGA.de. Ja, nun sind wir ja beim zweiten Boss, auch ein alter Bekannter, der Blutlord Manduk hier. Das Ganze ist ein bisschen umgebaut worden, auch hier, er ist eben nicht mehr an der Stelle, wo vorher war, damit die ganze Instanz nicht zu groß wird. Manduk hier reitet auf einen Raptor, der diesmal allerdings ein bisschen untot wirkt. Also ich glaube, der ist auch untot und wirkt nicht nur so. Manduk hier selbst soll vermutlich auch wieder einen Raptor droppen. Für alle ist das eine gute Nachricht. Dann ja, hat Manduk hier noch immer eine Fähigkeit, die er von früher kennt, und zwar ist es nämlich so, dass er Spieler umbringt. Da passiert es jetzt gerade. Und diese Spieler werden danach aber wiederbelebt von so einem Geist. Das hat er früher auch schon gemacht. Manduk hier wird jedes Mal stärker, wenn er das macht. Allerdings konnte man, oder war das früher eben nicht Teil des Encounters. Hier ist es so, dass man diesem Charge, den er dort macht, nicht ausweichen kann. Was man ausweichen kann, ist das hier, was gerade auf den Boden kommt. Und dem muss man ausweichen, denn ansonsten stirbt man danach. Man wird zwar auch von den Geistern wiederbelebt, aber das ist natürlich nicht so schön. Daher sollte man nur sterben, wenn es eben nicht anders möglich ist. Dann der Raptor, ihr habt gerade gesehen, Manduk hier ist abgestiegen. Ja, da feierte sich wieder, dass er eben mich getötet hat. Und danach habe ich übrigens mehr Schaden und oder mach mehr Schaden und habe auch ein bisschen mehr AP. Ja, aber was ich sagen wollte, der Raptor, sobald Manduk hier absteigt und der Raptor alleine rumläuft, muss dieser Raptor gefokust werden. Ja, jetzt laufe ich hier zu langsam raus, finde meine Disengage-Taste eigentlich zu spät. Bin normalerweise eigentlich nicht so langsam, wie ihr gesehen habt, ne, ganz klar, aber sterbe trotzdem. Naja, kennt sowas, passiert manchmal in WoW halt. Naja, jedenfalls, der Raptor hier hat nämlich die Aufgabe, die Geister, die drumherum stehen, zu töten. Und wenn Geister getötet werden, schafft man den Encounter nicht. Denn es ist eben Teil des Encounters, dass man stirbt, ja. Also das ist ein beinhalteter Teil des Encounters, dass ihr eben sterbt. Und daher muss man die Geister versuchen, am Leben zu halten. Daher muss der Raptor immer gefokust werden, sobald der wieder aufsteht. Denn Manduk hier belebt den in Abständen auch wieder. Ja, also das ist halt wirklich doof. Und daher, also diesem kann man eben nicht ausweichen, diesem Charge, um hier den Kampf nochmal zu zeigen. Was man ausweichen kann, sind diese Teilen da auf dem Boden. Allerdings mit dem Lag ist das natürlich auf dem PTR ein bisschen schwierig gewesen, aber kann man nichts machen. Jetzt zum Beispiel der Raptor abgestiegen, direkt auf den Raptor gehen. Es gibt dann hier zwischendurch noch einen Debuff. Und bei dem Debuff solltet ihr die Spieler nur über knapp 2.500 HP heilen, denn alles andere wird Manduk hier als Heilung für sich dazukriegen. Das ist so die Feinheit des Debuffs. Da müsst ihr dann wirklich ein bisschen aufpassen, dass ihr dann nicht zu sehr den anderen hochhalten mit diesem Debuff. Ja, übrigens hier wirklich wichtig eigentlich, sich danach wieder dorthin zu stellen, wo Geister sind. Das ist halt hier unser erster Try übrigens gewesen. Hat ziemlich gut geklappt, direkt vom Beginn an. War also nicht ganz so dramatisch. Jetzt hier seht ihr wieder, ich disengage raus, ist aber zu spät und ja, stehe aber vor einem Geist, daher werde ich relativ fix wiederbelebt. Und da ist wieder der Raptor, aber die anderen machen den schön down. Manduk hier feiert sich ja immer, wenn er jemanden umbringt. Schreibt dann ja auch Ding in den Chat und Jandro hat es früher zumindest gemacht, dass er eben gratuliert hat. Also, ganz einfacher Kampf. Wenn ihr von Geistern wiederbelebt werdet, nehmt das an. Ihr macht mehr Schaden danach, den Debuff nicht zu hoch heilen, denn Manduk hier bekommt die Heilung ebenfalls und außerdem kriegt ihr dann oder kriegt man auch noch Schaden. Und aus diesen Dingern auf dem Boden, wer hätte es anders gedacht, rauslaufen ist auch eine ganz wichtige Sache. Den Raptor immer sofort fokussen, wenn Manduk hier abgestiegen ist, beziehungsweise ihm wiederbelebt hat. Das sind die wichtigen Schlüssel dieses Encounters. Dann ist er eigentlich ziemlich einfach, wie ich finde. Bis zum nächsten Mal.